Bevor meine Frau gleich zu Gast ist, zeige ich Ihnen noch meinen Rotbarsch mit gebackenem Fenchel und Zitronenbutter. Auf das nächste Gericht in meiner Sendung Küstenfieber freue ich mich ganz besonders. Denn hier treffen zwei Zutaten aufeinander, die wie füreinander geschaffen sind. Der delikate Fisch mit dem Aroma des Fenchels, ganz lecker. Und hier sind die Zutaten. Das sind unter anderem Filets vom Rotbarsch, Pankomehl. Wenn es Ihr Supermarkt nicht hat, gehen Sie zum Asialaden. Dann Zitronen, Butter, Meersalz, am besten grobes, weil es gebacken wird. Dill, Olivenöl und Fenchel. Fenchel ist wirklich eine tolle Knolle, schmeckt sehr gut, ist sehr gesund, viel Vitamin C. Und man kann wirklich fast alles davon verwenden. Das machen wir auch heute mal. Und das Besondere, wir schmoren heute den Fenchel auch noch. Das heißt, wir haben noch einen ganz tollen Eigengeschmack, der dann erhalten bleibt. Zuerst muss ich den Fenchel mal schneiden. Da zeige ich mal eben, wie das funktioniert. Zwar halbiere ich den immer erstmal und dann sieht man hier ganz schön diesen Strunk. Den schneiden wir natürlich raus. Dieses zarte Fenchelgrün, das kann ich nachher auch noch toll für die Soße verwenden. Oben diese Stauden hier, die kann man zum Beispiel auch toll mal einfach in Smoothie reinmachen. Kann man super mitmixen. Und jetzt schneiden wir einfach mal den Fenchel so runter. Und dann wird er gleich kurz blanchiert. So, ich habe jetzt ein bisschen kochendes Salzwasser hier. Blanchieren heißt für mich so eine Minute ungefähr, weil er gart ja gleich noch im Ofen nach. Blanchieren kommt aus dem Französischen und bedeutet überbrühen. Zusammen mit dem Abschrecken ist es super für Farbe, Geschmack und Vitaminerhalt. Den Fenchel aus dem kalten Wasser nehmen, abtropfen lassen und in eine Auflaufform geben. So, jetzt eben ein bisschen würzen. Mit weißem Pfeffer und Salz. Spritzer Zitrone. Und gutes Olivenöl. Mein Tipp, eins aus der Provence. Das ist mild und leicht süßlich. So, ab damit in den Ofen. Der braucht jetzt so eine Viertelstunde bei 180 Grad. Und jetzt habe ich ja meinen Rotbarsch direkt im Kühlschrank hier. Der liegt schön auf Eis. Und der wird jetzt mal lecker gebraten. So, der Rotbarsch, der ist schon fertig filetiert. Ich fühle auch noch mal gerade, es sind keine Gräten drin. Das heißt, ich kann jetzt direkt ein bisschen Butter auflösen hier in der großen Pfanne. Und da brauche ich jetzt auch ein bisschen mehr Butter, weil ich will ja immer wieder übergießen. So. Zum Rotbarsch möchte ich noch sagen, also man sollte da schon im Supermarkt darauf achten, dass er dieses MSC-Siegel hat, weil dann ist er wirklich aus nachhaltiger Fischerei. Und der Rotbarsch, ja, der sieht jetzt so aus. Das ist ein Filet ohne Haut. Die Gräten sieht man hier ganz schön, sind schon rausgeschnitten. Jetzt legen wir ihn einfach in die Pfanne rein. Klassisch paniert man ja Rotbarsch immer, so kenne ich das von früher. Aber auch mal lecker, nur mit dem Panko-Mehl so ein bisschen bestreut. Das ist so ein asiatisches Paniermehl, was nur aus Brot ohne Rinde besteht. Also ganz weiß und so ein bisschen grober. Und jetzt lassen wir den einfach ganz in Ruhe garen. Ich drehe den auch gar nicht um, weil ich übergieße den ja immer wieder so ein bisschen mit der heißen Butter. Und das reicht dann schon. So, ein bisschen Pfeffer. Salz. Und das ist jetzt der richtige Moment, wo die Butter auch heiß genug ist, wo wir schön den Fisch immer wieder mit dieser tollen braunen Butter so ein bisschen übergießen. So. Und das ist jetzt irre lecker, weil dieses Panko-Mehl vermischt hier schön mit der braunen Butter. Ja, was will man mehr? Ich schalte die Pfanne einfach aus jetzt, weil die speichert genug Hitze und mache in Ruhe die Soße. Dann kann der Fisch zu Ende ziehen jetzt. Für die Zitronenbutter nehme ich zu gleichen Teilen Wasser, Butter und Olivenöl. Außerdem Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Das koche ich kurz zusammen auf und mixe anschließend Dill und Fenchelgrün rein. Und jetzt hole ich mir erstmal ein bisschen Dill.
Den werde ich jetzt mal zusammen mit dem Grün vom Fenchel ein bisschen durchhacken. So, das ist wirklich eine tolle Kombination, Dill mit Fenchelgrün. So rein und einmal kurz aufmixen. So, und fertig ist unsere Zitronenbutter mit Dill und Fenchel. Dann gehe ich mal eben zum Ofen und hole meinen Fenchel raus. Der hat auch schon einen tollen Duft. Nehmen den Fisch mit und dann können wir anrichten. Zuerst den Fenchel. Und ich glaube, bei dieser Zubereitung und Kombination mit dem Fisch werden selbst die größten Fenchelhasser schwach. So, und fertig ist mein gebratener Rotbarsch mit Fenchel und Zitronenbutter. Der Norddeutsche würde jetzt Multit sagen. Meine Rezepte sind für zwei Personen und gibt's auf unserer Homepage.